Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Bye Bye Heimat und wunderschöne Grüße aus Andalusien. In diesem Video werden wir viel wandern gehen in den Bergen und schauen uns eine heiße Quelle an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wir machen die Schiebetür auf und wir stehen woanders. Wir stehen zwar immer noch am See, wir standen aber da drüben und da ist eine Area Recreativa, das nennt sich auf Spanisch Picknickplatz. Da stehen auch Campingverbotsschilder. Jetzt war es aber so gewesen, dass ich nicht der Einzige war in dem Superspot, sondern auch noch mal 3-4 große Camper sich hingestellt hatten und eine spanische Familie auch noch angefangen hat, ein riesen Zelt aufzubauen und da bei mir am Eingang gezeltet hatte. Ja, dementsprechend kam nach Sonnenuntergang dann doch die Polizei und meinte, zusammenpacken, weiterfahren. Ich sag, kann ich denn nicht da auf dem Picknickplatz nächstes übernachten? Nein, das ist verboten. Weiter. Ich kann es verstehen, ist nachvollziehbar. Das Argument, ich campe doch gar nicht, wäre auch nicht gegangen, weil ich hatte einen kleinen Teppich draußen liegen und Auffahrkeile, was eindeutig als Camping gilt. Das Gute ist, es wird wahrscheinlich keine Strafe geben. Das ist ja eigentlich ganz schön in Andalusien. Oft wird man nur weggeschickt oder verwarnt. Und wenn man sich daran hält, passiert eigentlich auch nichts. Es gab scheinbar zu viele Beschwerden in der Provinzhauptstadt Malaga. Eigentlich ist einer der Vorteile der Costa del Sol, dass es hier nicht so stürmisch ist, zum Beispiel wie in Tarifa, dahinter der Meerenge bei Gibraltar, wo ein Surferparadies ist. Aber hier ist jetzt schon starker Wind seit anderthalb Wochen. Wir fahren jetzt erstmal hier zum nächsten Parkplatz und dann machen wir eine Wanderung. Hier oben gibt es so einen buddhistischen Tempel und die haben hier so in den 90er Jahren eine große Statue errichtet. Und dafür gibt es nur 3 weltweit und da haben sie irgendwelche speziellen Plätze sich rausgesucht, die geeignet sein wollen. Mal gucken, wie es da aussieht da oben. So, das ist unser provisorischer Parkplatz für die Wanderung. Ist echt nur dieses kleine Ding hier an der Seitenstraße. Habe ich bei Google Satellite gesehen. Und naja, wir laufen jetzt ungefähr eine Stunde, 4 Kilometer den Berg hoch. Da ist die Stulper. Hier sind super viele Villen überall, auch um den Stausee herum. Das ist ein Ausblick, sich auf den schönen Stausee jedes Jahr verkleinert, weil da immer weniger Wasser drin ist. Aber dementsprechend hat man natürlich auch mehr Polizei, die dann schon mal so schäbige Camper wie mich, die nach so aussehen, als hätten sie überhaupt gar kein Geld, verscheuchen. Naja, so ist das halt. Aber da kann man hingehen, wohin man will, glaube ich, oder? Was meint ihr? Es ist hier alles so ein bisschen gemischt. Man sieht mehrere Fincas, dann sieht man mal wieder ein paar kleinere Campos. Der Weg hier über die Straße ist eigentlich ganz schön. Und heute ist es soweit. Nach 13 Jahren mit Hunden unterwegs sein, habe ich die Leine vergessen. Das ist auch schön. Wir hatten hier die Plantage und außenrum diese Kakteen. Also ich glaube, das sind Avocado-Bäume, oder? Was meint ihr? Die Straße ist mittlerweile jetzt zum letzten Stück hin auch, naja, ein PKW nicht mehr befahrbar. Das erste Etappenziel für heute ist wieder einer der maurischen Wachtürme. Diesmal ein bisschen im Landesinneren, trotzdem mit Blick auf die Küste. Ich denke mir mal, die werden Signalfeuer gemacht haben, um Nachrichten weiterzuleiten. Aber was für ein schöner Ausblick. Oh ja. Ich glaube, dieses Gebäudekomplex gehört auch zu den Mönchen und wir nähern uns Stück für Stück der Statue. Wow. Jetzt habe ich hier gerade noch eine nette Frau getroffen, wir haben uns auf Spanisch unterhalten, es ging einigermaßen gut. Es gibt noch einen zweiten Tempel in der Nähe von Malaga. Und in buddhistischer Tradition läuft man um diese Statuen herum, so wie ich es jetzt tue. Und man kann sich den Tempel auch kostenlos angucken von innen. Aber ich glaube, es wird schwierig mit Hund heutzutage. Ja. Wir werden jetzt langsam wieder den Rückweg antreten. War ein schöner Aufstieg. Da es hier so ein buddhistischer Ort ist, in den Rezessionen standen auch bestimmt 20 Einträge. Der schönste Ort auf der ganzen Welt. Also ich finde es schön. Ja, es ist okay. Ich konnte jetzt auch die Statue, habe ich überhaupt nicht gefilmt. Den goldenen Buddha, der da in der Mitte sitzt. Weil da war ja diese Spanierin, mit der ich mich unterhalten hatte,
Und die hatte dann aber auch alles ausgebreitet und war davor am Meditieren und am Beten. Und da dachte ich mir, da stellst du dich mal nicht dahinter und filmst das. Hätte ich vielleicht einfach machen sollen, oder? Was meint ihr? Ich glaube, das hier sind Mandelbäume. Aber die Blüte ist, glaube ich, so gut wie vorüber. Hier haben wir nochmal einen Ausblick auf den See. Hier, genau so ein kleines Stück Land mit ein bisschen Zaun drum. Wohnwagen drauf, Camper drauf. Das ist eigentlich genau was, was ich auch ganz gerne hätte. Bisher habe ich auch noch nichts Passendes gefunden. Irgendwo, wo es mir auch gefallen würde. Jetzt hier unten in Spanien ist es echt eigentlich auch nur was für den Winter. Also im Sommer will man gar nicht hier sein. Da wird es zu heiß an der Costa del Sol, meines Erachtens. Ja, man hat hier schon die schönsten Aussichten. Kosmos, wir sind wieder da. Wir sind angekommen an unserem Stellplatz. Also wir haben uns hier in der Bergstraße hochgeschraubt. Und es ist richtig grün, könnte fast Deutschland sein. Von der Flora und Fauna her gesehen. Ist auf jeden Fall richtig voll. Dafür, dass das schon eine mittelmäßige Tricky Road war, sind hier richtig viele Leute. Da oben stehen 3, 4, 5 und machen Picknick. Da unten, die bauen sich ihr Riesencamp auf. Können wir vielleicht gleich mal rübergehen. Das sind alles Spanier. Ja, die Spanier campen gerne am Wochenende. Und ich denke mir mal, hier wird ganz stressfrei sein. Ich glaube nicht, dass wir hier großartig Ärger bekommen werden oder uns jemand verscheuchen wird. Kann aber durchaus sein. Die Ranger kommen hier natürlich auch hingucken. Wir befinden uns auf der abendlichen Hunderunde und ich muss sagen, es ist richtig schön grün hier. Und das ist das Ziel. Man hat hier eine traumhafte Aussicht. Hier ist ein Pferd oder irgendein großes Tier. Akira, komm. Ich habe da hinten auch schon Scheiße gesehen. Der Weg schlängelt sich so hier im Berghang entlang. Und alles ist wunderschön grün. Ist herrlich. Und die Luft. Schön. Oh, das wäre natürlich ein geiler Spot fürs Auto, aber Fahrzeuge sind auf der Straße hier nicht erlaubt. Ich hoffe, es wird was mit dem Gegenlicht überhaupt, dass man was sehen kann. Es steht jetzt natürlich ungünstig die Sonne. Was für ein Ausblick. Mitten im Grün. Ja, auf jeden Fall spitzmäßig. Jetzt, wo ich jetzt hier aber auch gerade die Straße hochgelaufen bin, kamen aber auch schon Parkranger. Die waren wahrscheinlich gerade schon am Picknickplatz. Bin mal gespannt, ob sie noch was gesagt haben und sind dann hier jetzt weiter, ich weiß nicht, wo die Straße hinführt, hochgefahren in den Naturpark rein. Und auch diese gewaltige Gesteinsformation vor uns. Herrlich. Ich habe mir mal einen neuen Tee geholt, Süßholz und Minze. Mal gucken, was er so bringt. Ja, ja, warum nicht? Heute Nacht war es wirklich kalt, 1 Grad. Und wir haben hier diese Schulklasse oder was auch immer es ist. Die sind auf jeden Fall sehr nett. Die Kinder waren auch gerade alle da gewesen, alle mit dem Hund gespielt, eingewuselt, der Betreuer war noch da. Wir haben uns gut unterhalten. Es hat im Endeffekt schon... War es ein bisschen nervig, weil die ganze Zeit ist es so, als wenn hier so eine Lärmsituation wie auf dem Schulhof. Aber andersrum ist man auch nicht alleine, ist was los. Aber wir werden jetzt erstmal weiterfahren. Was für eine Rasselbande. Und dann auch über das Auto rum. Also gestern war ich echt erst angepisst, aber heute habe ich mich echt nett mit dem Betreuer unterhalten. Und die Kinder waren da, mit dem Hund gespielt und so. Und 30 Kinder zergeln am Hund rum. Atari hat aber sich das alles gefallen lassen, das war richtig gut gewesen. Und der Plan für uns sieht jetzt so aus, dass ich will hier zu so heißen Quellen fahren. Das wären auch meine ersten heißen Quellen. Ich bin schon ganz gespannt und da begeben wir uns jetzt hin. Ist ungefähr 1 Stunde mit dem Auto entfernt. Google meint, das ist ein toller Weg.
Nee, ist immer wieder schön. Das Navi ist immer wieder schön. Und das ist hier ein echt bekacktes Bergdorf. Hier geht es hoch und runter. Und ihr passt echt. Ein Lieferwagen passt hier nicht mehr durch. Nee. Ich meine, ich habe einen Lieferwagen, aber einen größeren Lieferwagen. Scheiße, ey. Wir sind angekommen an unserem Stellplatz. Das ist so ein öffentlicher, freier Campingplatz, wie man sie grün deklariert von Park for Night kennt. Und hier bleiben wir auch heute. Dann können wir uns vielleicht später noch hier in der kleinen Stadt Alhama, wo wir uns gerade befinden, eine Pizza holen. Und es gibt hier diese heißen Quellen, Thermalbäder. Die schauen wir uns jetzt auch mal an. Da gehen wir direkt mal hin. Die müssen da hinten irgendwo in diese Richtung sein. Und das zeigt auch mal wieder sozusagen, dass nicht überall komplett in Südspanien überall schön warmes Wetter ist. Wie jetzt gerade eigentlich in Nerja und Maro, die Ecke, wo ich sonst immer bin, da heißt Mikroklima. Da haben wir jetzt natürlich schon wieder 18, 19 Grad. Und im Gegensatz hierzu 50 Kilometer weiter nördlich. Und wir liegen jetzt nicht hoch in den Bergen hier, sind es schon gerade mal 6 Grad. Ja. Ja, das ist ein schöner Bergbach. Ich habe keine Lust zu schwimmen. Atari. Das hört sich doch schon wieder nach rauschendem Bach an. Wow. Ja, die kleine Bergstraße schneidet sich hier durch die Felsen. Los Baños, das heißt eigentlich im Baden übersetzt die Badezimmer, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir haben die Quellen gefunden und das gerade mal mit der Hand gecheckt. Ich habe jetzt keine schönen Sachen bei. Also es ist aber wirklich richtig schön lauwarm. Aber heute ist halt 6 Grad, es liegen auch Leute drin. Aber ich glaube, mir ist es erstmal zu kalt. Aber ich komme hier morgen nochmal mit dem Auto hin. Da gehen wir auf jeden Fall eine Runde schwimmen. Der Platz ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Schön zentral gelegen. Bis zu den Restaurants läuft man 10 Minuten in etwa. Die haben ja auch einen kleinen Supermarkt. Da werden wir jetzt auch mal hingehen. Lidl ist weit und breit oder ein großer Supermarkt gibt es weit und breit nicht. Und dann fahren wir zu den Quellen und dann werde ich da mal reinspringen, denke ich mal. Wir haben jetzt so 10 Grad, 11 Grad. Wie gesagt, kein Lidl weit und breit, deswegen gab es heute die Einkäufe in Coviran. Auf jeden Fall nicht schlecht, natürlich ein bisschen teurer, aber nicht viel, es geht so. Ja, hinter mir sieht man die Quelle und man sieht vielleicht auch, dass es wieder immer belegt ist. Da sind also immer Leute da, dementsprechend filme ich natürlich auch nicht so gerne. Aber ich war gerade baden und es ist richtig geil. Also es steht so, dass es 49 Grad hat, hier draußen wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und es war auch schon zu, es gab mal schon vor hunderten von Jahren hier ein arabisches Bad, dann wurde ein römisches Bad, dann haben die jetzt hier ein Hotel, ein römisches Bad wurde nachgebaut, da kann man aber noch rein, wenn man, das kann man sich auch angucken, aber gegen Entgelt oder man ist im Hotel, kann man dann auch schwimmen. Sieht auf den Bildern ganz gut aus, aber für mich war es primär wichtig, eine Dusche, gratis. Ja, liebe Freunde, das Video neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hinterlasst doch einen Like oder schreibt einen Kommentar oder abonniert den Kanal. Ich freue mich da immer drüber und in diesem Sinne eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.